herzlich willkommen. Mein Name ist Janine. Langsam schalten sich die Leute zu. Wir fangen 20.15 Uhr an mit unserem Abend-Yoga-Abend-Flow, damit wir einen erholsamen Schlaf haben. Wir warten noch 10 Minuten, bis alle da sind. Du kannst dich schon mal zu Hause bequem machen, deine Yogamatte richten. Vielleicht machst du dir ein paar Räucherstäbchen an. Was wir brauchen, ist ein Gurt. Und vielleicht eine Decke, die du magst, für Shavasana und ein Block. Ja, hallo, herzlich willkommen. Die Ersten schalten sich zu. Für die, die jetzt gerade schon zugehört haben, ich werde mich ein paar Mal wiederholen. Mein Name ist Janine, herzlich willkommen beim heutigen Livestream. Wir fangen um 20.15 Uhr an. So, wir haben noch 10 Minuten Zeit, bis dann auch alle da sind. Machst du schon mal zu Hause bequem, hab deine Yogamatte bereit. Ein Gurt wäre ganz praktisch, wenn du einen hast, wenn nicht ein Tuch, ein Gürtel oder ein Schal. Und wenn du magst, eine Decke für die Endentspannung. Ansonsten schau, dass es zu Hause bei dir gemütlich ist, dass du vielleicht dein Telefon ausgeschalten hast, es sei denn, du guckst auf dem gerade. Und dass du wirklich für die nächste Stunde dir selbst Ruhe verschaffst. Wir warten noch auf die anderen. Es geht dann in 8 Minuten los. Zu. Für die, die gerade eben schon zugehört haben, ich werde mich noch ein paar Mal wiederholen. Mein Name ist Janine, herzlich willkommen, ich streame hier aus Mannheim. Wir machen gleich ungefähr eine gute Stunde, eine entspannende Yoga-Stunde für einen guten Schlaf. Was du brauchst, ist deine Matte, ein Gurt und wenn du hast, ein Block wäre auch ganz praktisch. Wenn du kein Gurt hast, dann besorg dir einen Schal oder einen Gürtel. Und wir warten noch bis 20.15 Uhr, bis sich die anderen aufschalten. Thank you.
herzlich willkommen zu unserer Livestream-Yoga-Stunde hier aus Mannheim. Es schalten sich immer mehr Leute zu. Danke, dass ihr heute Abend mitmacht. Mein Name ist Janine. Wir beginnen hier um 20.15 Uhr in 5 Minuten mit unserem Abend-Yoga. Was du brauchst für die Yoga-Stunde heute, ist eine Yogamatte, ein Yoga-Gurt oder ein Block. Oder vielleicht wir fangen an in ungefähr 4 Minuten. Ich check gerade mal kurz den Chat, geh nach vorne. Machst du schon mal richtig bequem bei dir zu Hause? Hallo, auch du, herzlich willkommen. Hast dich angemeldet, super, schön, dass du es heute geschafft hast. Wir fangen in 4 Minuten. Gerne auch noch mal eure Fragen stellen. Dafür müsst ihr bei YouTube angemeldet sein. Wenn nicht, die meisten wissen, wo sie mich finden, über Facebook oder über die Internetseite, wenn noch Fragen sein sollten. Und ihr keinen YouTube-Account habt, meldet euch bei mir. Danach also kein Problem. Können. So, wir haben heute keine Rückbeugen dabei, wir haben keine Chaturangas, wo manche jetzt bestimmt jubeln. Es wird relativ entspannt sein heute.
Ich denke mal, wir brauchen eine Stunde 15. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Wir fangen an im Sitzen. Setz dich komfortabel hin, gerne auch auf den Block. Mach's dir bequem, entweder Easy Pose, einfach die Beine voneinander, loser Schneidersitz oder einen halben Lotus. Guck, dass deine Knie tiefer sind als das Becken. Und dann nehmen wir einfach ein paar Atemzüge erst mit dem Unterbauch, schließen die Augen und spüre die Berührungspunkte zwischen dir und dem Boden, zwischen dir und dem Block. Mach dein Becken richtig schwer, Wirbelsäule ist lang und der Kopf ist leicht. Finde deinen Bauchatem. Deinem Geist eine Sekunde Zeit, hier nochmal anzukommen. Ein paar Atemzüge in den Unterbauch. Und wir beginnen unsere Stunde. Zu dir Richtung Brustkorb. Atme ein und atme aus. Ein paar Atemzüge hier. Das Knie zeigt, das rechte Knie zeigt Richtung rechte Schulter. Der Atem fließt ganz entspannt. Wechseln die Seite. Rechtes Bein streckt aus. Das linke Knie zu dir, linkes Knie geht tendenziell eher Richtung Schulter als Richtung Brustkorb. Atme hier. Und wechselt nochmal die Seite. Ausatmen, linkes Bein streckt aus. Atmen ein, atmen aus. Nehmen das rechte Bein Richtung Brustkorb. Wechseln die Seite. Im Ausatmen lassen wir das rechte Bein los. Rollen das linke Bein ein. Atmen ein. Atmen aus. Ziehen es Richtung Schulter. Rechte Bein zu uns, nehmen unseren Boden oder Schal oder Gürtel. Fangen an, ein paar
den Fuß, das heißt die Zehen zeigen zu deinem Gesicht. Stell die Ellbogen ruhig auf, guck, dass dein Nacken entspannt ist und drück deine Ferse Richtung Decke. Mach die Beinrückseite richtig lang und wir bleiben hier ein paar Atemzüge. Wenn die Dehnung zu stark auf der rechten Beinseite ist, kannst du gerne das linke Bein aufstellen. Die Ferse drückt Richtung Decke. Noch ein Atemzyklus. Wir nehmen das Band in die rechte Seite. Atmen ein und atmen aus. Der rechte Fuß dreht nach außen. Du kannst nur deine rechte Hüfte gerne in den Block legen. Deine linke Hand kannst du auf dem linken Oberschenkel lassen. Und wir atmen hier ein paar Atemzüge. Im nächsten Einatmen geht das Bein nach oben, einatmen, nach oben, ausatmen, wir wechseln die Hand, den Gurt in die linke Hand, atmen ein, atmen aus, drehen das linke Bein rüber, der rechte Arm stützt Gegensatzrolle ruhig bis auf die andere Seite und der Kopf dreht gerne Richtung andere Seite. Auch wenn du jetzt die Dehnung der rechten äußeren Hüfte spürst, versuch deine Aufmerksamkeit gleichmäßig in deinen Körper zu verlagern. Der Fuß bleibt geflext, der rechte. Happy Baby, du kannst den linken Fuß gerne aufstellen, atmen hier, das Knie dreht eher nach außen Richtung Schulter, dann atmen wir ein, heben den Oberkörper an, nehmen unsere rechte Schulter, in die rechte Kniekehle und nehmen den rechten Fuß in die linke Hand. Und dehnen unsere Leiste. Atme hier. Und dann ausatmen, lass das Bein los. Bleiben kurz neutral liegen. Spür den Unterschied zwischen deiner rechten und deiner linken Seite. Dann nehmen wir das linke Knie Richtung Brustkorb, nehmen unseren Gurt, wickeln einmal ringsrum, strecken das linke Bein nach oben, lassen das Bodenbein, wenn es in Ordnung ist, für dich ausgestreckt. Wir strecken die linke Ferse Richtung Decke. Das rechte Bodenbein drückt Richtung Wand. Guck, dass deine Schultern im Gelenk bleiben, dass du die Arme nicht ausdehnst und atme hier. Auch wenn der Fokus auf der linken Beinrückseite ist, lenk deine Aufmerksamkeit in den ganzen Körper. Atem fließt tief in den Unterbauch. Entspann deine Schläfen, deine Stirn, deine Kiefer. Noch ein Atemzyklus.
aus. Dann wechseln wir das Band in die linke Hand. Atmen hier ein, atmen aus, drehen den linken Fuß nach außen. Die rechte Hand geht auf den Boden entgegengesetzt und der Kopf kann auch in die andere Richtung drehen. Lass beide Füße geflext und atme hier. Sehr gut. Wieder durch den ganzen Körper wandern, nicht nur auf der äußeren Hüfte. Wie gesagt, das Bogenbein kannst du gerne aufstellen, wenn es dann einfacher ist. Greifen die linke Fußaußenkante mit der linken Hand, dehnen die Leiste. Beim nächsten Einatmen nehmen wir den Oberkörper ab, nehmen unsere linke Schulter in die linke Kniekehle. Rechte Hand greift die linke Fußaußenseite. Versuchen, den Fuß hinter den Kopf zu bekommen. Keine Sorge, wenn es nicht klappt, es gibt keine Bonuspunkte. Atme hier. Und dann ausatmen, Oberkörper ablegen. Ein Ausstrecken. Beide Seiten deines Körpers. Stellen beide Füße auf, nehmen die Arme auf den Boden in eine Art T-Form. Dies geht ein Stück auf die linke Seite. Wir atmen ein, atmen aus, die Knie drehen auf die rechte, kommen in einen Twist, eine Seitdrehung. Zurück in Halasana und dann in Vorwärtsmarsch.
Vorwärtsbeuge. Noch zweimal einatmen, Flug. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Flug. Halasana. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Komm mal dran zu sitzen. Nimm das rechte Bein vor das linke. Ganz einfach. Schneide das jetzt strebig zu euch. Du kannst ruhig so sitzen bleiben. Dann atmen wir ein, nehmen die Arme nach oben. Atmen aus, beugen uns nach vorne. Du kannst den Kopf auf den Block legen oder auf den Boden, je nachdem, du kannst noch aufstellen. Und wir bleiben hier in der Vorwärtsbeuge. Rechtes Schienbein ist von hinten. Guck, dass die Haut von deiner Stirn Richtung Nase geht, sodass der Nacken entspannt ist. Und lass bewusst deine Hüfte los, die Entspannung der Hüfte mit dem Ausatmen. Einfach die Schienbeine, das linke Schienbein vor das rechte. Atmen ein, nach oben und atmen aus, beugen uns nach vorne. Wo auch immer dein vorne ist, guck, dass du dies gemütlich machst, relativ gemütlich. Ein paar Atemzüge hier. Dass deine Zunge vom Gaumen weg ist und der Kiefer entspannt. Versuche auch ruhig ab und zu mal durch den Mund auszuatmen. Normalerweise atmen wir immer durch die Nase, aber da wir jetzt am Abend sind, einfach zu entspannen, ab und zu auch mal durch den Mund ausatmen, um loszulassen. Stabil ist, dass du dich ruhig auf dem Block sitzt, wie es dir bequem ist. Und dann kommen wir auch hier in eine Vorwärtsbeuge. Atmen ein, Wirbelsäule lang. Atmen aus, komm nach vorne. Wenn der Block reichen sollte, dass du deine Stirn am Liegen kannst, tu das. Wenn ich finde, auch so einen ruhigen Punkt. Versuchen, dem Ausatmen bewusst loszulassen. Und auch wenn der Fokus hier wieder auf der rechten Hüfte ist, verteile deine Aufmerksamkeit, deine Achtsamkeit im ganzen Körper gleichmäßig. Atme ein, atme aus, beug dich nach vorne. Kannst auch ruhig mal von links nach rechts und rechts nach links schwingen. Der Atem fließt tief. Vorwärtsbeugen haben eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem.
sind die sehr erholsam, entspannt. Deswegen beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit denen heute. Langsam wieder nach oben. Machen noch einen weiteren Hüftöffner. Wir nehmen das linke Bein nach unten, flexen den Fuß und legen das rechte Bein oben drüber, sodass dein Knöchel auf dem Knie ist und deine Beine sind rechtwinklig. Wenn das nicht möglich ist, nimm das rechte Schienbein einfach vor das linke wie vorhin. Und dann auch hier einatmen, ausatmen nach vorne. Wir schwingen ein bisschen links nach rechts, rechts nach links. Finden dann einen ruhigen Punkt. Prima. Der Atem fließt tief in den Unterbauch. Wechseln die Seite, das rechte Bein geht nach unten und das linke Bein geht nach oben, sodass der Knöchel auf dem Knie ist, wenn ich einfach das linke Schienbein nach vorne und dann atmen wir ein und atmen aus, kommen nach vorne. Bewegen uns auch hier ein bisschen links nach rechts. Und atmen auch hier einmal aus durch den Mund. Wenn du deinen Kopf stützen kannst mit einem Block, tu das. Nun versuch relativ ohne Anstrengung zu sein. Deine Handgelenke, Ellbogen und Schultern sind in einer Linie, Knöchel und Hüfte sind in einer Linie. Benutze deine Hände, drück in den Boden, Wirbelsäule ist neutral, dann atmen wir ein, atmen aus. Und dann atmen wir ein, gucken Bauchnabel an und atmen aus. Einatmen, Katze, ausatmen, Kuh, deinem Atemrhythmus, aktive Hände, prima, noch einmal.
ein, nehmen die Arme zur Seite. Atmen aus, rechte Arm über linken. In Eagle Arms. Atmen ein. Nimm die Arme nach oben. Atmen aus, dehn die Schulter. Prima. Nächsten Ausatmen, die Arme öffnen. Die Seite wechseln. Linker Arm über den rechten. Und dehnen den Platz zwischen den Schulterblättern. Super. Dann ausatmen, Arme auflösen. Wir kommen hier nach unten, schauen den Mund. Positioniere deine Hände, Mittelfinger zeigen nach vorne. Wir atmen ein, stellen die Zehen auf und atmen aus, drücken zurück, Finger nach unten, schauen Horn. Beine sind hüftbreit auseinander. Deine Mittelfinger zeigen nach vorne, die Ellbogenkuhle dreht Richtung Daumen, Schulterblätter sind weit, Sitzknochen sind oben. Bauchnabel geht nach innen und die Fersen sind schwer nach unten. Ein paar Atemzüge hier. Und wir bewegen mit dem Atem, als würden wir Fahrrad fahren. Unsere Fersen mit dem Atemrhythmus. Prima. Dann beide Fersen Richtung Boden. Pressen die Matte in zwei Richtungen weg voneinander. Mit den Händen nach vorne, mit den Füßen nach hinten. Atmen ein und im nächsten Ausatmen geht der rechte Fuß neben die rechte Hand, 45 Grad. Und wir bleiben erstmal hier. Dehnen unsere Leiste. Dann kommen wir in eine Art von nach unten schauenden Hund. Sinken tiefer. Im nächsten Einatmen nach oben. Und ausatmen, zurück in nach unten schaffen kommt. Press aktiv deine Finger in die Matte. Sitzknochen zeigen nach oben, Fersen nach unten. Dasselbe auf der linken Seite, atmen ein, atmen aus, linker Fuß neben linke Hand, linker Fuß 45 Grad, dreht er weg und kommen wir nach vorne, eine Art von nach unten schauen und mit den Armen dehnen unsere linke Leiste an. Atem fließt tief und Kiefer ist entspannt. Langsam wieder nach oben und zurück in den nach unten schauenden Hund. Komm jetzt vom nach unten schauenden Hund in den nach oben schauenden Hund, indem wir einfach unsere Knie auf den Boden legen und dann abrollen, pressen in die Hände. Das ist unsere einzige Rückbeuge für heute. Dehnen zurück und ziehen zurück in Kindchenstellung. Stirn auf der Matte und kommen wieder in den nach unten schauenden Hund. Atmen ein, stellen die Füße auf, atmen aus, pressen zurück in den nach unten schauenden Hund. Das rechte Bein im nächsten Ausatmen zwischen die Hände. Das linke Knie nach unten kommen in einen halben Split.
Der rechte Fuß geht nach vorne. Und das linke Bein, Knie und Hüfte sind im rechten Winkel. Und beugen auch hier nach vorne, haben die Hände auf Blöcken oder ineinander bleiben hier. Atme auch hier, auch wenn der Fokus auf der rechten Beinrückseite ist. Und dann kommen wir wieder zurück in den nach unten schauenden Punkt. Wie auch immer, entweder direkt oder links Bein außen rum. Atmen ein, atmen aus, Fersen drücken Richtung Boden. Und dann atmen wir ein, ausatmen, linkes Bein zwischen die Hände, rechtes Knie zum Boden. Und wir nehmen die linke Ferse ein Stückchen nach vorne, gehen auch hier in Adha Mukha. Ferse drückt Richtung Wand nach vorne. Versuchen den Nacken entspannt zu lassen, hier beim rechten Winkel. Mit dem Ausatmen sinken wir nach unten. Noch ein Atemzyklus. Und dann kommen wir wieder zurück in nach unten schauen. Und einen Weg oder den anderen. Und jetzt nehmen wir unser Bein auf die rechte Seite, parallel zur Matte, nehmen die Hüfte auf den Boden, das linke Knie kommt auf den Boden, also praktisch ein gefallenes Dreieck, ja, der rechte Fuß ist geflext und dann kommen wir hier auf diese Seite, nehmen die linke Hand ein Stückchen nach vorne und lassen die rechte Hand zum Stützen, atmen hier. Kommen langsam zurück, finden den Weg zurück in den nach unten schauenden Mund. Atmen ein, atmen aus, pressen zurück in den nach unten schauenden Mund. Dann nochmal einatmen, ausatmen, linkes Bein geht durch, parallel zur Matte, prima. Und dann geht das rechte Bein nach unten. Guck, dass das rechte Knie auf der Matte ist. Dann nehmen wir unsere Arme mit dem rechten Arm nach außen, falten hier nach vorne. Prima. Das Ding hier, linke äußere Hüfte. Dann laufen wir unsere Hände wieder zurück und kommen in den nach unten schauenden Hund. Guck, dass du deinen Block in der Nähe hast. Wir heben von hier in die Taube. Atmen ein, atmen aus. Rechtes Bein nach vorne. Linkes Bein geht zurück. Und komm hier in eine Vorwärtsbeuge. Du kannst deine Stirn auf den Block legen, die Arme nach vorne. Und die Haut von deiner Stirn geht Richtung Nase. Nacken wird so schlank. Der rechte Fuß ist geflext, das linke Bein ist aktiv, aber nicht zu arg aktiv. Das findet einen Mittelweg. Und auch hier mal wieder ausatmen zwischendurch, einfach durch den Mund. Versuche mit jedem Ausatmen in der rechten Hüfte, äußeren Hüfte locker zu lassen. Manchmal ganz nett am Abend einfach viel auf den Boden zu machen. Deswegen verbringen wir die meiste Zeit hier. Wir haben aber noch ein paar stehende Posen vor uns, keine Sorge. Im nächsten Atemzyklus laufen wir dann unsere Hände wieder zurück, kommen in den nach unten schauenden Mund.
aus. Linker Fuß nach vorne, rechter Fuß zurück. Prima. Und komm auch hier in eine Vorwärtsbeuge. Nimm ruhig wieder deinen Block. Stütze deine Stirn, sodass die Haut von deiner Stirn Richtung Nase rutschen kann. Der linke Fuß ist geflext und das rechte Bein ist aktiv. Hüfte ist auf einer Linie. Und auch hier versuche ab und zu mal durch den Mund auszuatmen. Und versuche loszulassen. Es ist jetzt Abend, Sonntagabend, alles was so getan werden muss, ist erstmal getan. Laufen nach vorne in der Stimme Vorwärtsbeuge. Lass deine Knie ruhig gebeugt. Nimm die Hände neben den Körper oder was auch immer du berührst gerade mit deinen Händen. Sag einmal ja mit Kopf und einmal nein. Lass den Nacken locker. Wir machen ein paar Sonnengrüße, aber relativ entspannt, langsam in der Atmung. Finden erstmal unsere Bergposition, großen Zehen zusammen, Fersen auseinander, Oberschenkel aktiv, Hände in Prayer. Beugen nach vorne, beug ruhig deine Knie. Einatmen, die Wirbelsäule lang machen, Herz zeigt Richtung Matte. Und ausatmen, falten, Nacken entspannt. Einatmen zum Stehen. Spür, wie sich deine Handflächen berühren. Ausatmen, Hände in Prayer, guck auf deine Fingerspitzen. Einatmen, die Arme gehen wieder nach oben. Bisschen leichter rückbeugen, guck die Daumen an. Ausatmen, beuge nach vorne. Nacken entspannt. Einatmen, Wirbelsäule lang. Und ausatmen, falten. Beug ruhig deine Knie. Einatmen zum Stehen. Ausatmen, Hände in Prayer. Nochmal einatmen. Spür die Berührung deiner Handflächen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge, hab Kontakt zu deinen Beinen oder zum Boden. Einatmen, die Wirbelsäule ist lang. Ausatmen, Nacken entspannt, Knie sind ruhig gebeugt. Einatmen, wieder zum Stehen. Und ausatmen, Hände in Prayer. Noch einen mehr, super. Einatmen, ausatmen. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, falten. Einatmen zum Stehen. Ausatmen, Hände in Prayer. Jetzt mit Ausfallschritt. Ich sag an, mach kein Chaturanga. Einatmen, Arme gehen nach oben. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Wirbelsäule lang machen. Ausatmen, rechtes Bein geht zurück, Knie nach unten, Fuß flach, Hände bleiben auf dem Boden. Einatmen, mach die Wirbelsäule einfach lang.
Ausatmen, zurück in den nach unten scharfen Mund. Einatmen, in nach unten schauenden Hund. Ausatmen, rechtes Bein nach vorne, linkes Knie nach unten, Fuß flach. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, Schritt nach vorne, vorwärts beuge, Knie ruhig gebeugt, Nacken entspannt. Einatmen, Brustkorb nach vorne, Wirbelsäule parallel zum Boden. Ausatmen, falten. Einatmen, wieder zum Stehen. Guck die Daumen an. Ausatmen, Hände in Prayer, linke Seite. Einatmen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, linkes Bein zurück, Knie nach unten, Fuß flach. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmen hier. Ausatmen, linkes Bein nach vorne, Knie nach unten, Fuß flach. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, Schritt nach vorne, Vorwärtsbeuge. Einatmen, parallel zum Boden. Ausatmen, Nacken entspannt, falten. Einatmen, zum Stehen, leichte Rückbeuge. Ausatmen, Hände in Prayer. Einatmen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, rechtes Bein nach hinten, Fuß flach. Einatmen, verlängere die Wirbelsäule. Ausatmen, zurück in nach unten schauenden Hund. Einatmen, in nach unten schauenden Hund. Ausatmen, rechtes Bein nach vorne, Knie nach unten. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, parallel zum Boden kommen. Ausatmen, lang und entspannt. Ausatmen, Hand in Prayer. Linke Seite einatmen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Wirbelsäule lang. Schulterblätter zurück. Ausatmen, linkes Bein zurück. Einatmen, verlängere die Wirbelsäule. Ausatmen, zurück. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, Falten. Einatmen, zum Stehen. Ausatmen, Hände in Prayer. Einatmen. Wirbelsäule lang, stehende Beckenbeuge. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Einatmen, Wirbelsäule lang. Ausatmen, einfach zurück in den nach unten schauenden Hund. Ein paar Atemzüge hier. Entspann deinen Nacken. Atmen ein und atmen aus. Nehmen das rechte Bein zwischen die Hände. Der linke Fuß dreht nach außen. Und nehmen unsere
Willkommen in Silent Pose. Wir haben eine gerade energetische Linie von der Fußaußenseite bis in die Fingerspitzen. Legen dann die Hand, wenn es möglich ist, neben den Fuß oder auf den Block. Der rechte Fuß
deine Füße gern zusammen. Dreh die Füße ruhig aus ein bisschen und setz dein Gesäß Richtung Matte. Wir kommen in Malasana in Squat. Bleiben kurz hier. Atem fließt tief. Blick ist auf den Fingerspitzen. Hier nochmal eine sitzende Vorwärtsbeuge. Jetzt können Sie ruhig wieder links auf die Matte setzen. Wir atmen ein und atmen aus, beugen uns nach vorne, greifen, was wir können. Dann bleiben hier für ein paar Atemzyklen. Deine Füße sind geflext, Knie sind durchgedrückt. Deine Hände sind auf einer Linie, sodass die Schultern auf einer Linie sind. Du kannst einmal ja im Kopf sagen, einmal nein. Und versuch dadurch loszulassen. Mit jedem Ausatmen sinkst du gedanklich tiefer. Mit jedem Einatmen wird die
Wirbelsäule lang. Wenn du magst, kannst du deine Socken und deine Kimono anziehen. Ich habe deine Decke parat, falls du dich zu denken willst. Nimm einfach nochmal unsere Knie zur Brust. Rollen es nochmal von rechts nach links. T-Shirt an und machst dich so bequem wie möglich. Guck, dass du nicht auskühlst. Du bleibst liegen. Ich setze mich noch auf, um die Endentspannung anzusagen. Wer keine Zeit mehr hat, bleibt einfach nur eine Minute liegen im Shavasana und kann mich dann ausschalten. Für die anderen noch 10 Minuten ungefähr Endentspannung. Mach es dir bequem. Dass alles für dich in Ordnung ist, deine Haare, T-Shirt, Hosen. Wir entspannen einfach den Körper von unten nach oben. Du kannst dann nach wie in deinem Geist wiederholen. Verbinde deinen Geist mit deinem Körper. Bitte deinen Geist für die nächsten 2 bis 3 Minuten still zu sein. Du wirst deinen Körper von den Füßen bis zum Kopf entspannen und kannst nach mir wiederholen. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße sind entspannt. Ich entspanne meine Knöchel. Meine Knöchel sind entspannt. Ich entspanne meine Waden. Meine Waden sind entspannt. Ich entspanne meine Knie. Meine Knie sind entspannt. Ich entspanne meine Oberschenkel. Meine Oberschenkel sind entspannt.
entspanne mein Becken. Mein Becken ist entspannt. Ich entspanne meinen Bauch und meinen unteren Rücken. Mein Bauch und mein unterer Rücken sind entspannt. Ich entspanne meinen Brustkorb. Mein Brustkorb ist entspannt. Ich entspanne meine Arme. Meine Arme sind entspannt. Ich entspanne meine Hände. Meine Hände sind entspannt. Ich entspanne meine Schultern. Meine Schultern sind entspannt. Ich entspanne meinen Nacken. Mein Nacken ist entspannt. Ich entspanne meinen Kopf. Mein Kopf ist entspannt. Ich entspanne meine Stirn. Meine Stirn ist entspannt. Ich entspanne meine Augen. Meine Augen sind entspannt. Ich entspanne meine Nase. Meine Nase ist entspannt. Ich entspanne meinen Mund und meinen Kiefer. Mein Mund und mein Kiefer sind entspannt. Mein ganzer Körper ist schwer und entspannt und sinkt in die Matte. Der Boden trägt mich. Mein Geist ist still. Bleibe hier noch einige Minuten liegen, ganz ruhig, ganz still. Langsam von der einen Seite zur anderen. Strecken uns nochmal für die Stunde. Nehmen die Arme über den Kopf, strecken uns richtig lang. Füße flexen, pointen. Und beim Ausatmen gehen die Arme in den Körper. Rollen zur rechten Seite. Bleibt dort noch einen Moment. Und dann setz dich langsam auf, komm zum Sitzen.
beenden unsere Stunde mit 3 Ohms und 3 Shantis. Schönen Sonntag und schlaft gut.